Willkommen zurück im Videozyklus zu linearem Wachstum. Das ist das Basic 2 Video. Das Intro-Video und das Basic 1 Video kennst du also schon. In diesem Video erfährst du, was lineare Abnahme ist, wie du den Funktionsgraphen mit Hilfe von K und D einzeichnen kannst und du erfährst, wie du eine Umkehraufgabe lösen kannst. Lass uns mit einem Beispiel beginnen. Ein Schwimmbecken mit einem Fassungsvermögen von 8000 Litern wird ausgelassen. Pro Minute fließen durch eine Pumpe 125 Liter Wasser ab. Wie viele Liter Wasser sind noch im Pool nach 30 Minuten? Wie lange dauert es, bis das Schwimmbecken leer ist? Lass uns gemeinsam überlegen. Ganz am Anfang, also nach 0 Minuten, sind 8000 Liter Wasser im Schwimmbecken. Nach einer Minute fließen 125 Liter Wasser ab, also minus 125. So kommen wir auf 7875 Liter Wasser. Nach einer weiteren Minute fließen wieder 125 Liter ab, also wieder minus 125. So kommen wir auf 7750 Liter Wasser. Nach der dritten Minute sind wieder 125 Liter Wasser abgeflossen, also wieder minus 125 und so kommen wir auf 7625 Liter Wasser. Puh, wir müssen noch bis zu 30 Minuten hinunterrechnen. Du siehst, das ist ganz schön mühsam, aber das ist nun mal gefragt. Aber ich kann dir jetzt schon verraten, es gibt einen schnelleren Weg, um das zu berechnen. Das Wasser im Schwimmbecken wird immer weniger. Wenn immer dieselbe Menge wegkommt von einer Anfangsmenge, dann sprechen wir von linearer Abnahme. Die Wassermenge im Pool nimmt ab. Schneller berechnen lässt sich das Ganze mit Hilfe der Formel für lineares Wachstum. Die lautet es so: y ist gleich k mal x plus d. Die Frage ist, was sind k und d in unserem Beispiel? K war der Wachstumsfaktor, bei uns jetzt auch Abnahmefaktor genannt, denn das Wasser im Schwimmbecken wird mit der Zeit immer weniger und nicht mehr. K wird also mehrmals abgezogen von der Anfangsmenge. In unserem Beispiel ist das die Menge an Wasser, die pro Minute abfließt, also 125 Liter. K ist also 125. Weil das Ganze aber abgezogen wird, erhält es noch ein negatives Vorzeichen. D war die Menge an Wasser, die am Anfang vorhanden ist. Erinnere dich, in unserem Taschengeldbeispiel war das die Menge an Geld, die schon am Anfang vorhanden ist. In unserem Beispiel ist die Menge an Wasser, die schon vorhanden ist, 8000 Liter. D ist also 8000. Nun müssen wir K und D nur mehr in die allgemeine lineare Funktionsgleichung, die orange eingekastelt ist, einsetzen. So kommen wir schnell auf y ist gleich minus 125 mal x plus 8000. Gesucht ist die Menge an Wasser, die nach 30 Minuten noch im Pool ist. Die Wassermenge ist abhängig von der Zeit. Die Zeit hat üblicherweise die Variable x, dann ist die Wassermenge y. Für x müssen wir jetzt also nur mehr die Zeit einsetzen, für die wir den Wasserstand suchen, nämlich 30 Minuten. Also setzen wir ein, minus 125 mal 30 plus 8000. Wenn wir das ausrechnen, kommen wir auf 4250. Das ist das Ergebnis. Nach 30 Minuten sind 4250 Liter Wasser im Pool vorhanden. Lass uns das Ganze noch veranschaulichen. Dafür brauchen wir ein geeignetes Koordinatensystem. Ich habe hier ein Koordinatensystem gewählt, wo die Einheiten auf der x-Achse in 10er Schritten sind, die Einheiten auf der y-Achse aber in 2000er Schritten, also in sehr, sehr großen Abständen. Warum ich das gemacht habe, siehst du gleich. Lass uns mit D beginnen. Aus dem Basic 1 Video weißt du, dass du D auf der y-Achse findest. D ist der Schnittpunkt zwischen der Funktion und der y-Achse. Also zeichnen wir D ist gleich 8000 ein. Nun wollen wir K einzeichnen. Ich schreibe K als allererstes etwas anders hin. K ist gleich minus 125. Das kann ich auch schreiben als minus 1250 durch 10. Kontrolliere ruhig nach. Nun möchte ich ein Steigungsdreieck
von D aus einzeichnen. Aus dem Basic 1 Video weißt du, dass du die untere Zahl des Bruches, den Nenner, nach rechts gehst, also in unserem Beispiel 10 Einheiten, und dann die obere Zahl, den Zähler, nach oben oder unten. Weil wir ein Minusvorzeichen haben, gehen wir jetzt nach unten. Wir müssen 1250 Einheiten nach unten. Das ist also circa so weit. Jetzt haben wir ein Steigungsdreieck eingezeichnet. Mit einer Länge nach rechts von 10 und nach unten minus 1250 Einheiten. So, jetzt brauche ich nur mehr die Ecken dieses Steigungsdreiecks verbinden. Das sieht dann so aus. Und so habe ich meine lineare Funktion gefunden, die beschreibt, wie das Wasser im Pool mit der Zeit abnimmt. Lass uns berechnen, ob das mit unserer vorigen Berechnung zusammenpasst. Dazu schauen wir auf der x-Achse auf die Zeit nach 30 Minuten und zeichnen den Punkt auf der Funktionsgleichung ein, also hier. Wenn wir die Koordinaten des Punktes ablesen, dann sehen wir, dass dieser Punkt die Koordinaten 30 und 4250 hat. Das passt mit unserer vorigen Rechnung zusammen, denn nach 30 Minuten haben wir berechnet, sind 4250 Liter Wasser im Pool. Für das Zeichnen einer linearen Funktion merkt ihr also, zeichne zuerst D auf der Y-Achse ein. Von dort aus machst du ein Steigungsdreieck. Dabei zählt die Regel 1 nach rechts und K nach oben oder unten. Wenn dir das noch nicht so klar ist, schau dir das Basic 1 Video noch einmal an. Als letzten Schritt musst du nur mehr die Eckpunkte des Steigungsdreiecks verbinden. Nun zur zweiten Frage. Wie lange dauert es, bis das Schwimmbecken leer ist? Schauen wir uns nochmal die Bedeutung der einzelnen Teile unserer Funktionsgleichung an. Minus 125, das war die Wasserabnahme pro Minute. Plus 8000, das war die Menge an Wasser, die am Anfang im Schwimmbecken war. X war die Zeit, für die wir eine bestimmte Wassermenge berechnet haben. Y, also die Wassermenge nach einem bestimmten Zeitpunkt. Die Frage lautet, wie lange? Wir suchen also diesmal die Zeit, x. So eine Aufgabe, wo man die Zeit und nicht die Wassermenge wie üblich sucht, nennt man auch Umkehraufgabe. Wie viel Wasser vorhanden sein soll, das können wir aus der Angabe herauslesen. Bis das Schwimmbecken leer ist. Das bedeutet, die Wassermenge soll 0 sein. Die Wassermenge y ist also 0. Das brauchen wir jetzt nur mehr in unsere Funktionsgleichung einsetzen. 0 ist gleich minus 125 mal x plus 8000. Nun müssen wir nur mehr nach x umstellen, damit x ist gleich bla 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 steht. Wir rechnen minus 8000 und kommen so auf minus 8000 ist gleich minus 125 x. Nun müssen wir nur mehr durch minus 125 dividieren. Und so kommen wir auf unser Ergebnis. X ist gleich 64. Das bedeutet, das Schwimmbecken ist nach 64 Minuten geleert. Lass uns auch dieses Ergebnis in unserer Grafik kontrollieren. Wann ist kein Wasser mehr im Schwimmbecken? Das ist dann der Fall, wenn die Menge an Wasser im Schwimmbecken 0 ist, also auf der Y-Achse wir bei 0 ankommen. Und das ist der Fall bei diesem Punkt. Dieser Punkt hat die Koordinaten 64 und 0. Und das passt mit unserem vorigen Ergebnis zusammen. Denn nach 64 Minuten sind 0 Liter Wasser im Swimmingpool. Das Pool ist also leer. Merk dir, bei der linearen Abnahme wird eine Größe gleichmäßig weniger. Du erkennst sie daran, dass ihr K ein Minusvorzeichen hat. Und beim Steigungsdreieck musst du darauf aufpassen, dass du 1 nach rechts und K dann nach unten gehst. Alles kapiert? Wenn ja, dann ab zum Mastery-Video.
Wenn nicht, schau dir dieses Video noch einmal an.